Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute hier bei unserem letzten Webinar in der Reihe KWK in der Wohnungswirtschaft. Ich freue mich natürlich, dass Sie heute auch wieder dabei sind und freue mich natürlich auch, dass Herr Staudt uns heute als Referent unterstützt. Bevor wir loslegen, noch ein paar technische Inhalte. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, im Chat, also unterhalb von unseren Bildern, Fragen zu stellen. Und diese Fragen werden wir dann im Laufe des Webinars bzw. nach dem Webinar beantworten. Des Weiteren bieten wir Ihnen die Möglichkeit, nach dem Webinar in einen MS Teams-Raum zu schlüpfen. Da werde ich Ihnen jetzt gleich noch einen Link in den Chat stellen. Und in diesem MS Teams-Raum werden wir dann sozusagen Ihnen auch noch die Möglichkeit bieten, per Video und per Ton Ihre Frage zu stellen und eben nicht nur im Chat, wenn es doch ein bisschen was Aufwendigeres ist oder Sie mit unserem Referenten diskutieren wollen. Das Video wird mitgeschnitten, sowohl hier im EduTip-Raum als auch im MS Teams-Raum. Und im Nachgang wird dieses Video auf den YouTube-Kanal hochgeladen und dort kann man sich das Video dann auch nochmal anschauen. Sollten Sie keinen Ton haben, dann nutzen Sie bitte einen anderen Browser. Nutzen Sie vielleicht Firefox oder Chrome. Ansonsten aktualisieren Sie den Browser. Sollte es zu anhaltenden Problemen kommen, von meiner Seite, von Seiten von Herrn Staudt, werden wir in den MS Teams Raum direkt rüberrutschen und über den gleichen Link, den ich Ihnen jetzt in den Chat reinstelle. So. Und ansonsten bleibt mir übrig, als an Herrn Staudt zu übergeben. Herr Staudt, Sie haben das Wort. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Was macht einen guten Fachplaner aus, einen guten Handwerker? Ja, ich habe die Ehre, dass ich ausgewählt wurde und für Sie heute referieren darf. Ich bin der Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. Staudt Heizung Sande, vielleicht schon mal gehört, uns gibt es seit 1958. Das ist unser Firmengebäude. Das haben wir seit 2018, ca. 2000 Quadratmeter, 1100 Quadratmeter Bürofläche. Büro braucht man mehr wie Halle. Das ist das Foyer. Einfach ein bisschen gemütlich. Die Rezeption. Und dann das Foyer von der anderen Seite. Wir begrüßen unsere Gäste immer am Bildschirm. Also der Kunde kommt und sieht am Bildschirm, hallo, wunderbar, wir begrüßen Sie. Dann müssen die Leute hier hinsitzen. Und dann kriegen sie in der Regel noch einen kleinen Film vorgeführt, maximal 2 bis 3 Minuten, der das Thema, um das es geht, zeigt, also Lüftung oder Brennstoffzelle, BHKW. Und dann kommt erst der Verkäufer oder der technische Berater und holt dann den Kunden ab. Hinter der weißen Tür links, ich mache gerade mal den Laserpointer an. Diese Tür, die kann man aufklappen und dann hat man einen wunderschönen großen Raum. Wir beschäftigen ca. 110 Mitarbeiter und davon allein 30 im Service und administrativer Bereich, also Angestellte 38. Ich begrüße Sie auch nochmal, wie der Herr Anders auch. Ein großes Dankeschön an den Herrn Anders, dass er mich dazu eingeladen hat und dass ich hier referieren darf. Das muss ja einen Grund haben. Wieso referiert jetzt der Staudt hier? Ich möchte eine kurze Story erzählen. Also nehmen Sie ja nicht an, dass wir die Besten sein wollen oder die Besten sind. Von einer Skala von 0 bis 10 der Beste zu sein, ist sehr schwierig. Und wir haben auch viele, und das, wenn Firmen dabei sind, die hier Zuhörer, oder auch für Verbraucher interessant, für Interessenten. Und zwar ist doch so, dass man das Ziel hat, langfristige Kunden zu haben, die bei einem bleiben. Und da gibt es die meisten, es gibt Feststellungen, die sehen dann so aus, dass wenn Sie zu diesem Kunden kommen, der kann eigentlich nie zufrieden sein. Wenn er 35 Jahre mit Ihnen arbeitet und muss alle Preiserhöhungen und alles mitmachen, dann ist er alles andere als immer zufrieden. Innerlich vielleicht, aber äußerlich nicht. Und dann geht es dann los, Sie gehören eigentlich ausgewechselt, ich müsste mal irgendwann einen anderen nehmen. Aber ja, wir bleiben bei Ihnen, weil Sie sind im Prinzip unter den Blinden der Einäugige und solche Geschichten. Oder ihr seid zwar nicht gut, aber die anderen sind noch schlechter. Also das heißt,
Da wir immer relativ viel umdreht wie wir, da müssen sie mit dem allem klarkommen und zum Schluss sind sie dann wieder lieb zu einem und sind froh, dass man für sie arbeitet. Beginnen wir mit dem Thema, was macht einen guten Handwerker oder eine gute Handwerkerin aus? Da gibt es natürlich verschiedene Sichtweisen, aber was ist immer die wichtigste Sichtweise ist der Kunde. Unser Kunde ist das Wichtigste im ganzen Unternehmen, wobei wir intern klar sind, ohne Mitarbeiter sind wir gar nichts, aber zuallererst mal der Kunde. Und was hat denn der Kunde für Wünsche? Wenn ich sie alle aufzählen will und mit Ihnen über die Wünsche des Kunden diskutieren möchte, wird die Zeit nicht reichen, nehmen wir also die entscheidenden. Und zwar Erreichbarkeit. Ein Interessent ruft bei einer Firma an und jetzt geht's los. Bis wann erreicht er einen? Wie viel Mal ist besetzt? Wie viel Mal nimmt keiner ab? Professionelle, gute Firmen haben eine Rezeption, beziehungsweise jemand, der das Telefon abnimmt und weiterleitet an den entsprechenden, an der Chef bei kleinen Firmen oder an Berater oder Techniker. Und der bearbeitet es dann mit Ihnen. Schnelle Kommunikation ist das Schlagwort. Und oftmals kann man halt jetzt nicht sofort den Techniker oder Meister bekommen. Dann gibt es einen Rückrufversprechen. Und da gilt es. Das muss am nächsten Tag spätestens erfolgen, zuverlässig erfolgen. Dann gibt es einen Termin für die Beratung, möglichst gleich den Zweitermin für das Abgeben des Angebotes. Welche Firma macht das oder Handwerksfirma macht das, dass sie sofort einen Termin ausmachen für das Abgeben des Angebotes? Ich kann es Ihnen nur empfehlen, ist professionell und dann haben Sie Ihren Zweitermin. Dass ein Kunde ernst genommen werden will und dass er seine Wünsche loswerden darf, spricht eigentlich für sich. Was fällt Ihnen jetzt zu diesen Punkten ein? Wo steht der Handwerker? Wenn wir uns an der SAP ein klein wenig orientieren, SAP kennt jeder. Die SAP hatte folgenden Slogan und haben die heute noch. Wir kennen den Wunsch des Kunden, den der Kunde selbst noch gar nicht kennt. Sie verstehe, was da hinten dran steckt. Also ich muss Wünsche haben, die der Kunde gar nicht kennt. Und ich sage ihm dann die Wünsche, die er haben könnte und schon freut er sich, ey, das ist was für mich. Sie haben das sicherlich gut verstanden. Ja, dann kommen wir zum Beratungstermin. Und jetzt erschrecke Sie nicht. Wir decken eine gute Handwerksfirma, deckt alles, was Sie hier sehen, ab. Und fangen wir an, logischerweise, ganz normale Gas-Brennwertheizung, Pelletsheizung. Bei uns, wir kommen ja aus Ubstadt-Weier hier, das ist noch etwas ländlich, da gibt es sehr viele Holzheizer. Also anständige Holzheizung mit Pufferspeicherlösungen. PV, wir machen natürlich schöne Bäder. Wir machen kontrollierte Wohnungslüftung, ergänzen die kontrollierte Wohnungslüftung mit der Kühlung, auch Kühlung über den Fußboden. Wird sehr häufig gemacht, machen wir schon 20 Jahre, dass wir die Häuser kühlen über die Fußboden, also im Sommer über die Fußbodenheizung oder Fußbodenkühlung. Das ist ein Kaltwassersatz. Dann Erdsonden, also Heizen mit Wärmepumpe aus dem Erdreich, auch schon 30 Jahre. Logischerweise Wärmepumpen. Das kennen Sie eigentlich alles, aber was Sie vielleicht noch nicht so kennen, ist Stromspeicher. Hier, das sind zwei Stromspeicher. Dazu gehört die Photovoltaik. Das gehört auch zu unserem Thema, dass wir Photovoltaik, Stromerzeugung beherrschen. Dazu gehört die Brennstoffzelle hier. Und dazu gehört das BHKW. Das hier ist ein DAX. Alles, was mit Frischwasser zu tun hat, also Pufferspeicher, Frischwasserstationen, rund ums Wasser mit Zisternen und allem Möglichen. Also jetzt wissen Sie, was eine etwas größere, innovative Firma alles abdecken sollte. Natürlich ist es nicht entscheidend, dass Sie alles abdecken. Aber die großen Firmen sollten das sich schon zu Herzen nehmen, dass sie möglichst über alles Bescheid wissen. Und die Hauptenergiethemen, die sind einfach Pflicht.
Sie wissen, was ich mit Hauptenergie-Themen meine. Heize ich mit Gas, Brennwert und Solar? Oder heize ich mit Pellets? Oder heize ich mit Wärmepumpe in Fußbodenheizung, die Wärmepumpe Luft, Wasser oder Wasser? Und das sind so mal die Hauptthemen. Brennstoffzelle, BHKW ist bei uns ein großer Schwerpunkt. Und jetzt kommen wir zu der wichtigen Folie, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir wertfrei beraten und die Kunden nicht beeinflussen möchten, dann lüge ich. Wir versuchen zumindest, das zu verbergen. Der Kunde muss nach seiner Emotion entscheiden. Aber mir sagt man nach, ich habe Tendenz zum BHKW, der andere wieder zur Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist mit der Kühlung immer sehr, sehr gut zusammenzubringen. Also wir müssen versuchen, dass wir wertfrei beraten und möglichst die ganzen Themen drauf haben. Jetzt kommen wir zum Förderthema. Förderungen gibt es wie Sand am Meer. Jeder Berater und Meister muss wissen, was gibt es für Förderungen. Und dann die Weiterempfehlung an einen professionellen Gebäudeenergieberater, der für den Neubau schon Standard ist. Also es geht im Neubau schon gar nicht mehr ohne diesen Gebäudeenergieberater, der nach GEG, das heißt ja jetzt nicht mehr ENF oder sonst irgendwas, das heißt jetzt GEG, Gebäudeenergiemanagement, Gebäudeenergiegesetz, Entschuldigung, nachdem die Effizienzwerte berechnet werden. Und wichtig, der kostet ja Geld, seine Kosten werden gefördert. Bei Neubauberatungen empfehle ich nicht zum Kunde, sondern Kunde zu uns. Hierher in die eigene Firma einladen. Allerdings geht das natürlich nur, wenn der Kunde dadurch einen optischen Vorteil hat, beziehungsweise Sie haben den Vorteil. Der erste Eindruck, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt zum Beispiel unser Firmengebäude. Das sieht ja etwas ansprechend aus. Das kann man dem Kunde zeigen. Aber bei uns kann man auch durchs Lager laufen. Ein Interessent durchs Lager zu führen, durch eine große Halle zu führen, in der Ordnung ist, kann nur zum Vorteil sein. Wer nur eine Räuberbude hat, der sollte den Kunde am besten weglassen. Eine Räuberbude zu zeigen, bringt nichts. Es gab mal zwei Interessenten, die hatten zwei Firmen, die waren gleichwertig und auch preislich gleich. Und jetzt wusste der Interessent nicht, für wen er sich entscheiden soll. Was glauben Sie, was er für eine Antwort bekommen hat? Das ist die Antwort. Schau dir das Servicefahrzeug, das Firmenfahrzeug an und da, wo es so aussieht wie bei uns hier, dafür entscheidest du dich. Also die Fahrzeuge, die Ordnung der Fahrzeuge, die Sauberkeit der Fahrzeuge ist mitentscheidend für die ganze Firma. Das kann man ableiten. Wenn der Kunde einen neuen Heizraum will, eine neue Heizzentrale will, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als dahin zu fahren. Oberstes Gebot Pünktlichkeit und bitte heute 5 Minuten früher da sein. Vor 20 Jahren gab es ja noch die Einstellung, also die 10 Minuten später, das ist noch akzeptabel. Das ist ein absolutes No-Go. Immer 5 Minuten früher macht einen wahnsinnigen Eindruck. Also nicht so, dass man denkt, wenn man zu früh kommt, das ist übertrieben. Nein, Sie können nicht früh genug kommen. Natürlich keine halbe Stunde vorher, aber mindestens 5 Minuten früher macht einen super, super Eindruck. Und ein sauberes Auftreten mit sauberem Auto, das macht auch einen Eindruck. Es ist, na, vielleicht ist es ein bisschen komisch, wenn ich das sage, auch ein anständiges Auto ist wichtig. Ja, Kleberkist hat keinen Sinn. Allerdings bitte kein Porsche. Der, wo mit dem Porsche kommt, der hat eigentlich schon verloren. Und dann, wie benimmt man sich vor Ort? Was macht man beim Kunde? Ich habe keine Lösung, bewundere das Problem. Ein oft gehörtes Credo. Der Berater ist noch nicht richtig im Heizraum, sieht er schon die ersten Probleme. Und wenn er durch den Heizraum durch ist und ist durchs Treppenhaus durch, hat alles gemacht, dann hat er einen Stall voll Probleme. Der Gute sieht nur das Problem
oder er sieht das Problem, er sagt es aber nicht, ja, und hat immer eine Lösung parat. In unserem Haus wird das Wort Problem nicht ausgesprochen. Wir lösen es. Und das kommt natürlich beim Kunde sehr gut an. Angebotsphase. Ein Kunde wünscht immer grundsätzlich einen Preisrahmen. Wenn ich einen Preisrahmen nennen kann, bin ich immer im Vorteil. Gute Firma spricht für eine gute Firma. Und wenn Sie den Preisrahmen nennen, dann kommt es sehr oft vor oder kann es vorkommen, dass das für den Kunden überhaupt nicht akzeptabel ist oder für den Interessenten nicht akzeptabel ist, weil er nur ein Billigangebot sucht und dann können Sie es lassen. Sie haben ihm ja den Preisrahmen genannt und er kann sich wieder melden, wenn er für diesen Preisrahmen sich ein Angebot machen lassen will. Geld für ein Angebot, das ist ein absolutes No-Go. Gibt es nicht. Es gibt Firmen in gewissen Gebieten, die verlangen Geld für ein Angebot, für uns ein No-Go. Geld für eine Planung, die geht immer. Es geht immer. Wenn ich keine Planungsabteilung habe, muss ich wenigstens ein oder zwei Planungsbüros in der Hand haben, die ich dann empfehlen kann, die dann die Planung für mich machen und das kostet dann eben Geld, was aber nicht schlimm ist. Ein cleveres Unternehmen macht Schnellangebote, bestehend aus Paketpreisen. Also keine 40, 50 Seiten Angebote, sondern einfach Paketpreise, dass er nach zwei Seiten seinen Endpreis hat, vielleicht ein paar schöne Bilder, Ende. Das geht natürlich nicht mit Riesenaufträgen und Großprojekten, aber ich rede jetzt von kleineren Aufträgen als 1, 2, 3 bis 5 Familienhaus. Paketpreise sind sie viel schneller und der Kunde ist zufriedener. Zum Ersttermin gibt es dann immer diesen Folgetermin, wann das Angebot abgegeben und besprochen wird. Das ist ganz wichtig. Und lassen Sie nicht darauf ein, wenn der Kunde sagt, der Interessent sagt, ey, Sie senden mir bitte das Angebot per E-Mail zu. Ein Angebot per E-Mail versenden ist in der Regel für die Katz. Natürlich nicht, wenn Sie den Folgetermin haben. Wenn ich einen Folgetermin habe oder ich habe einen Termin für die Angebotsbesprechung, darf ich ruhig einen Tag vorher das Angebot versenden, dass sich der Kunde in Ruhe mit befassen kann, aber Sie brauchen diesen Folgetermin. Wie findet ein Interessent den richtigen Handwerker? Das ist eine hoch wichtige, schwierige Frage. Nein, sie ist nicht schwierig. Hören Sie auf Empfehlungen. Hören Sie in den Markt rein auf Empfehlungen, aber am besten nicht nur eine, sondern mehrere. Und wenn Sie auf Empfehlungen hören, kann mal nichts schief gehen. Sehr wichtig sind auch Referenzen. Durch eine gute Referenz kann eine Firma richtig glänzen. Und was zu diesem Punkt noch gehört, ist die Homepage. Ein anständig geführtes Unternehmen, was innovativ ist, hat heute eine sehr, sehr gute Homepage. Ansprechende Homepage. Schauen Sie sich mal unsere Homepage an. Und darauf gibt es auch Referenzen. Und Fotos. Natürlich muss man vorher fragen, Datenschutz und so weiter. Sie kennen das alles. Aber Homepage ist die Visitenkarte eines Unternehmens. Dann ganz einfach, hören Sie auf Ihren Architekt. Der Architekt weiß immer, was gute Firmen sind, welche Firmen in Frage kommen. Der weiß es. Er weiß aber auch, wie man die gute Firma zum vernünftigen Preis bekommt. Schlägt Ihnen der Architekt aber ein Planungsbüro vor? Bei einem normalen 1, 2, 3 Familienhaus, dann lehnen Sie das bitte ab. Planungsbüro für normale Anlagen, also von der Größe her normale Anlagen, bringt nichts. Warum? Sie kriegen über eine Ausschreibung nie den besten Handwerker. Sie bekommen nur den billigsten. Wo macht ein Planungsbüro Sinn? Natürlich beim Großprojekt, bei der öffentlichen Hand, in der Industrie, hochtechnische Anlagen, Groß-WGs, Nahwärmekonzepte, also überall, wo es einfach um hochkomplizierte, große Berechnungen geht,
wo einfach die Firmen nach Plänen, absolut exakten Plänen arbeiten. Sie wissen, was ich meine. Ich zeige jetzt Ihnen gerade mal ein paar Projekte. Seehotel in Forst baut jetzt 100 Zimmer an. Dann hier eine Riesenwohnanlage, 80 Einheiten im Schwarzwald, neue Kesselanlage mit BHKW. Dann, das ist in Rüsselsheim, ein Hochhaus, 80 Einheiten, 17 Stockwerke. Ja, das kann der normale Handwerker nicht abdecken, was die Planung anbelangt. Wir haben natürlich ein Planungsbüro, wir haben schon vorher eine Planungsabteilung gehabt, vor dem Planungsbüro. Wir können das abdecken, aber es kostet dann halt Geld. Sie sehen es auch in die Sitzverteilung. Einfach eine größere Sache. Ja, und bei diesen Projekten ist das natürlich angebracht, weil damit ist der Standardhandwerker überfordert, auch manchmal ein guter Handwerker, wenn er nicht groß genug ist. Und der Planer, der fühlt sich hier wohl, weil er weiß, aha, große Sache, ganz wichtig, der Kunde hat auch das Geld für eine gute Planung und Projektierung in solch einem Projekt. Wenn Sie sich aber beim kleinen Projekt, also ein Zweifamilienhaus, nicht von der Ausschreibung verabschieden, vor allem vom Gedanken an den billigsten, werden Sie als Bauherr nicht glücklich werden. Verabschieden Sie sich von dem billigsten. Das wollen wir nicht. Die sehr guten, eventuell größeren Firmen, haben, also ab 30 Leuten, haben immer Projektbauleiter, Techniker, Beratung, Planungsabteilung, Serviceabteilung, Notdienst und Bereitschaft, Administrationen in der Förderung, Planungsberatung, Internetberatung und. Mit diesem Service können Sie nicht der Billigste sein. Das ist nicht möglich. Wie soll das gehen bei dem Service? Die Besten zu sein oder der Gute zu sein, das geht über die handwerkliche Qualität und über die Innovation, dass man also alle modernen Techniken und alle modernen Energien einfach beherrscht. Damit kann man logischerweise gut sein. Die besten Handwerker wollen keine Ausschreibungen ausfüllen. Die werfen sie eher in den Papierkorb. Sind wir doch einfach ehrlich. Ein Handwerker, der viel zu tun hat, schmeißt es in den Papierkorb. Dann kommt vom Architekt der Preisspiegel. Der gute Handwerker, der belächelt doch einen Preisspiegel, ärgert sich noch dazu und ihm ist egal. Er sagt, nimm deinen Preisspiegel, steck ihn dir in die Hosentasche. Entweder du willst mich oder du willst mich nicht. Wenn du mich willst, dann nimmst du mich für meinen Preis. Es muss ein anständiger Preis sein, das weiß der Architekt. Und dann hat man auch die Qualität. Ist das jetzt eine Frechheit? Nein, es ist die Wahrheit. Und der gute Handwerker hat immer so viel Arbeit, dass er nicht einfach alles anbieten oder ausführen muss. Das ist heute so. Die Guten haben so viel Arbeit, dass sie sich mit dem nicht befassen wollen und nicht können. Ja. Und ein guter Handwerker, will der Billigste sein? Das ist meine erste oder zweite Frage beim Kunde. Was möchten Sie? Möchten Sie einen guten, zuverlässigen mit Service und? Oder möchten Sie den Billigsten? Wenn Sie den Billigsten möchten, dann sind wir es nicht, weil unser Service einfach zu groß, zu gut ist. Ich weiß, das klingt hart in der Zeit von Internet und Amazon, aber suchen Sie mal die Guten im Internet und bei Amazon. Bei Amazon können Sie Schuhe kaufen oder was weiß ich. Eigentlich kann man bei Amazon alles kaufen, aber einen guten Handwerker mit gutem Service können Sie bei Amazon nicht kaufen. Wir kaufen alle bei Amazon. Aber wenn es um eine Heizung geht mit Service, wenn es um Heizung geht mit Notdienst, Samstag, Sonntag, Weihnacht, dann ist aus mit Amazon, dann brauchen Sie den guten Handwerker in Ihrer Nähe. Und es bleibt ein guter Weg über Empfehlungen, Referenzen und man muss auch ein bisschen Vertrauen haben. Aber verabschieden Sie sich von dem Gedanken, Sie möchten den Billigsten. Wenn Sie den Billigsten nehmen, wird es zum Schluss teuer und Sie haben viel Arbeit. Viel Arbeit und viel Ärger. Und dann gibt es noch die tolle Google-Rezessionen. Bitte Vorsicht! Google-Rezessionen sind super, aber 4 Sterne reichen. Also wir haben 4 Sterne, Gott sei Dank. Das ist realer.
Wenn eine 5 Sterne hat, passen Sie auf, das ist gefaked. Es gibt halt Firmen, die machen Ihnen die Google-Rezensionen, damit Sie 5 Sterne haben. Das Hotel muss 5 Sterne haben. Also nicht 5 Luxussterne, sondern 5 Sterne in der Zufriedenheit. Weil, sind wir doch ehrlich, wer hat keine Kundenreklamationen? Wenn einer keine Kundenreklamation hat, soll er den ersten Stein werfen. Und eins ist auch klar, die Unzufriedenen, die schreiben schneller in Google und ins Internet als der Zufriedene. Wenn Sie zufrieden, wir haben einen Feedbackbogen. Das bedeutet, mit jeder Rechnung kriegt der Kunde einen Feedbackbogen. Aber dass der Kunde dann in Google geht, ins Internet geht und es auch schreibt, dazu müssen Sie was tun. Macht er nicht von alleine. Wenn Sie jetzt den guten Handwerker gefunden haben, der passt, hat er logisch immer einen Notdienst, hat er entsprechend eine Serviceabteilung. Und wenn Sie es vorher nicht genau wissen, können Sie es erfragen und recherchieren. Vor allen Dingen kennt er die neuesten Heiz- und Heiztechniken, Innovationen und kann Sie richtig beraten. Wer die Innovation im Strombereich, PV, Stromspeicher, Brennstoffzelle, BHKW beherrschen will, hat eine Elektroabteilung. Das sind alles Themen, die im Prinzip in den Strom reinsprechen, also in den Strom reingehen. Sie müssen sich mit Strom befassen, mit Strom auskennen. Entweder Sie bringen einen Elektriker mit, was immer schwierig ist, weil Elektriker neigen ab und zu dazu, ein Problem zu sehen. Besser ist, Sie haben eine eigene Elektroabteilung, dann können Sie mitreden. Wir haben in unserer Firma Elektroabteilung, die Gründung schon 2006. Warum? 2004 sind wir eingestiegen ins PV-Geschäft. Wenn es bei uns losgeht, sind wir dann in einer Woche, also große Anlage, bei uns selber zu Hause, begonnen, PV-Anlage aufs Dach. Oh, alles fertig, jetzt kommt unser Elektriker, schließt an. Und dann haben wir Stromende. So haben wir gedacht. Unser Elektriker sagt, ja, halte mal, ich habe jetzt keine Zeit. Sei, oh, das funktioniert aber nicht. Bei uns war das nicht schlimm, aber wenn ich dem Kunden eine PV-Anlage verkaufe, dann möchte ich beim letzten Modul, wenn das so vom Dach liegt, die Leitungen gelegt sind, sofort Stromende haben. Und das war der Grund. Das war der Grund für die eigene Elektroabteilung. Was aber dazu kommt, sind die Stromeinbindungen, dann die ganze Stromberatungen, Zähler, neue Zähleraufbau. Wenn Sie heute im Strombereich einen Zähler hinlangen, die Zählertafel, die ist 20 Jahre alt, dann müssen Sie gleich alles erneuern. Das heißt, man muss sich auskennen in diesen ganzen VDE-Richtlinien und die werden bei den Stromern im Elektro ständig erneuert und schwieriger, ohne elektrische Beratung. Haben Sie hier einen großen Nachteil. Wir hatten durch die Elektroabteilung natürlich einen großen Vorteil. Und es ist mittlerweile so, ein Elektromeister, eine Elektrikerin sogar, plus 2 Elektriker, die auch im Service Heizungsgeschichten, Heizungsinbetriebnahme machen und die halt alles, was mit Strom zu tun haben, abdecken. Wir führen alle Elektroanschlüsse im Heizraum selbst aus. Wir schließen unsere PV-Stromspeicher, BHKW, Wärmepumpen grundsätzlich selber an. Und was halt auch noch wichtig ist bei der Planung dieser Anlagen spielt der Elektromeister immer eine große Rolle, gerade auch was die Kostenseite angeht. Weil gibt es was Besseres als ein PV-Angebot oder BHKW-Angebot mit Elektroanschluss? Dann hat der Kunde einen Endpreis und es ist dann nachher beim Bankkredit oder KfW-Kredit halt auch kein Problem, weil alle Kosten dabei sind. Ich empfehle Ihnen eigene Elektroabteilung. Ohne Ausführungsqualität haben Sie logischerweise keine Chance auf eine Weiterempfehlung. Und um einen unzufriedenen Kunden auszugleichen, brauchen Sie mindestens 20 Zufriedene. Also das ist nicht 1:1, sondern 1:20. Das heißt, wenn bei 21 einer unzufrieden ist, brauchen Sie die anderen 20, um wieder positive Worte und ein positives Erscheinungsbild über diese Firma zu stellen. Das ist jetzt gerade mal so eine optimale oder schöne Ausführung.
Das ist ein DAX-BHKW. Das ist ein Lüftungsgerät für kontrollierte Wohnungslüftung mit Kühlung. Und dass das sauber gebaut ist, das sehen Sie. Das sind die Verteiler. Sie sehen, sauber gebaut. Die blanke Kupferrohre dahinter, das ist nur vorgesehen für einen Kaltwassersatz, wobei wir kühlen. Wir kühlen in unserem Gebäude über die Fußbodenheizung und über diese Lüftung und einen großen Kühlpufferspeicher. Aber ich muss Ihnen ja mal was zeigen, damit Sie sehen, dass wir Firma sind, die zum größten Teil anständige Heizräume baut. Wie kriege ich zufriedene Kunden? Unter anderem durch gute Mitarbeiter. Ohne gute Mitarbeiter geht nichts. Und wie bekomme ich gute Mitarbeiter? Das ist die entscheidende Frage. Eines der wichtigsten Themen, die die Handwerker heute haben, zuerst kommt mal das Gejammer, aber jetzt die Frage, wie komme ich zu guten Mitarbeitern? In der Regel kriegen sie die nicht. Dafür muss man sehr viel tun. Das Erste ist, vernünftige Arbeitszeiten, nie zu viel. Wir haben in unserem Haus gelernt, dass der Handwerker einfach Freizeit braucht. Er will nicht 60 Stunden in der Woche arbeiten, sondern manche eben nur 165 oder 170 Stunden im Monat. Und das bieten wir unseren Leuten. Freizeit ist ein wichtiger Punkt in der Mitarbeiterführung. Logischerweise Harmonie im Betrieb und harmonischer Umgang. Wir sind Freunde. Wir legen natürlich größten Wert auf die Ausbildung. Grundsätzlich 12 bis 15 Azubis über 3,5 Lehrjahre. Und wenn die dann fertig sind mit der Ausbildung, gehört es natürlich noch nicht viel. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wenn die Lehrjahre rum sind, können sie immer noch nicht so viel. Aber wir sind geduldig, bringen ihnen das bei. Und gerade das Wort Geduld ist sehr wichtig. Der eine, bei dem geht es schneller, da merkt man es schon in der Lehrzeit. Und beim anderen dauert es halt etwas länger. Aber wir haben Vertrauen. Wir haben auch logischerweise gute Ausbilder. Und wir erlauben Fehler. Und so kommen wir zu unseren guten oder relativ guten vielen Monteuren. Thema Service-Monteure. Absolute Mangelware. Absolute Mangelware. Was bleibt uns übrig? Wir bilden sie selber aus. Lassen sie nie gehen. Lassen sie nie gehen. Und behandeln sie so, dass sie bei uns bleiben. Dazu gehört nicht nur eine gute Bezahlung, sondern wir lassen ihnen Freizeit und Erholung trotz Notdienst. Wenn jemand übers Wochenende Notdienst hat, dann kann er Montag, einen halben Tag und einen Tag zu Hause bleiben. Wenn jemand Notdienst hat, dann muss er nicht noch bis um 6 Uhr arbeiten und dann kriegt er noch eine Störung und noch eine Störung. Nein, dann kann er um 4 Uhr aufhören und dann sein Notdienst beginnen, sodass es für ihn nicht so belastend ist. Das ist für die Leute heute sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und seit dem 1. März 2021 haben wir ein eigenes Planungsbüro. Es ist ein selbstständiges, unabhängiges Planungsbüro hier in unserem Haus. 50% Firma Staud und 50% ein Geschäftsführer. Und das hat wiederum den Grund, dass wir logischerweise sofort größere Projekte und schwierige Planungen hier an unser Ingenieurbüro abgeben können, dass man zusammenarbeiten kann und vor allen Dingen die Planung auch bezahlt bekommen. Wie viele Planungen in unserem Haus wurden früher gemacht? Größte Planungen, aufwendig ohne Ende und sie wurden uns nicht bezahlt. Das kann man weiterhin nicht immer so leisten. Das ist der Grund fürs Planungsbüro. Was bedeutet gutes Planungsbüro? Also ein gutes Planungsbüro hat immer zu viel Arbeit, weil es gibt definitiv zu wenig. Und ein gutes Planungsbüro nimmt nicht jeden Planungsauftrag an. Er schickt die Kunden sofort zum richtigen Handwerker. Was soll ich in einem Einfamilienhaus oder in einem Zweifamilienhaus eine Planung machen? Schicke ich doch gleich zum richtigen Handwerker. Mach doch nur Kosten. Und wenn er das Preisspiegelsyndrom, was ja viele Planer haben, wegkriegt, dann kann er auch ohne Preisspiegelsyndrom ein Projekt auf die Beine bringen.
Sorry, wenn Planer dabei sind. Das geht nicht bei der öffentlichen Hand und geht nicht bei richtigen Großprojekten. Aber beim kleineren Projekt kriegt er das ohnehin. Ja, einfach in Zusammenarbeit mit dem richtigen Handwerker. Was ist die Folge daraus? Die öffentliche Hand, das wissen Sie, Kommune, Stadt, Land, muss immer den Billigsten nehmen. Das ist Gesetz. Jetzt müssen Sie europaweit ausschreiben, ja, weil es Gesetz ist, dass ja der Billigste rauskommt. Kriegen Sie dadurch die guten Firmen? Sicher nicht. Und dann beklagen Sie sich noch darüber. Und die Projekte werden immer teurer als veranschlagt. Das kennen Sie zur Genüge. Ja, bei Großprojekten, also Großfirmen, richtig große Projekte, beschäftigen Spezialisten, die LVs auseinandernehmen, also Leistungsverzeichnisse von Planern auseinandernehmen, nach Fehler suchen. Und dann geht eine Nachtragsorgie los, um die fehlenden Deckungsbeiträge zu erhöhen. Eine legitime Geschichte, weil wenn du den Auftrag willst, musst du ja der Billigste sein. Der Billigste hat keinen Deckungsbeitrag, also muss er über Nachträge den Deckungsbeitrag erhöhen. Bezahlung des Planers nach HAI. HAI heißt, es wird bezahlt nach Endsumme, also Gesamtinvestition. Und dafür gibt es ein prozentuales Honorar, aufgeteilt in viele Phasen. Warum soll dann der Endpreis niedrig ausfallen, wenn ich prozentuell oder prozentual am Endpreis bezahlt werde? Gibt es keinen Grund dafür. Das ganze System ist krank. Es ist ein echtes krankes System. Und in der Schweiz, wenn man über den Tellerrand rausschaut, gibt es ein anderes System. Mittelpreisvergabesystem. Mittelpreisvergabesystem bedeutet, der Billigste fliegt raus, der Teuerste fliegt raus. Man macht eine Summe teil durch die noch Beteiligten. Und die Firma, die am nächsten an diesem durchschnittlichen Preis dran ist, die bekommt den Auftrag, wenn sie geeignet ist. Also die müssen noch Eignungstests sich unterziehen, brauchen Referenzen und so weiter. Das ist ein wesentlich besseres System, weil man durch das ortsansässige, gute Firmen bekommt und es sich auch lohnt, damit zu machen. Leider, bei uns wird es immer mehr zum Preisspiegel-Syndrom und zum Billigsten. Ein gutes Planungsbüro zu finden, gelten logischerweise die gleichen Regeln wie für den Handwerksbetrieb. Empfehlung über Empfehlung, Referenzen, natürlich auch durch Architekten und den Handwerker. Fühlt der Handwerker sich überfordert mit einem Objekt, dann empfiehlt er ein Planungsbüro. Jeder Handwerker weiß und kennt ein gutes Planungsbüro. Dann gibt es Leistungsphasen, die der Kunde wählen kann. Also Planungsbüro ist jetzt im Boot und dann wird vereinbart, das Planungsbüro bietet Leistungsphase Planung, Leistungsphase Projektierung. Aber zum Beispiel Handwerker macht dann die Bauleitung, die Erstaufnahme, das Aufmaß und die Abrechnung. So wird das Planen für den Interessenten oder Kunden natürlich dann auch nicht so teuer. Ein gutes Planungsbüro beherrscht natürlich alle Energiesysteme. Die machen vorher Kostenschätzungen, die der Realität entsprechen. Es macht Vorschläge abzurechnen, auch mal ohne HAI. Sie rechnen dann noch festen Pauschalen ab. Alles Dinge, die einfach ja, so ein gutes Büro auszeichnen. Dann gehört ja heute die Gebäudeenergieberatung dazu, um nach GEG das Gebäude entsprechend zu bewerten und in dem riesen Förderkatalog die richtige Förderung herauszufinden, Effizienzwerte bestimmen der Gebäude nach GEG und KfW 75 bis KfW 40 plus mit den ganzen Zuschüssen. Das muss ein gutes Planungsbüro voll abdecken. Dann eine Planung der Schnur entlang. Was bedeutet Planung der Schnur entlang? Man schaut nach den finanziellen Möglichkeiten des Bauherrn, verplant keine goldenen Armaturen und man macht eine feste Honorarvereinbarung. Ziel, Kosten einhalten, keine Kostenüberschreitung.
So, Freunde, Freundinnen, Zuhörer, das war's. Ich wünsche allen meinen Zuhörern viel Glück mit der Auswahl ihrer Planer und Handwerker, Handwerkerinnen. Den Handwerkern und Planern wünsche ich viel Erfolg und viele gute Aufträge in der Zukunft. Recht herzlichen Dank. Super, perfekt, Herr Staudt. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe jetzt im Chat keine Fragen gesehen. Das heißt, ich würde jetzt sozusagen hier im EduTip-Raum das Webinar beenden und würde mich einfach freuen, wenn Sie für unsere Fragerunde noch in den MS-Teams-Raum rüberwechseln. Den haben wir extra für Sie vorbereitet. Sie sehen, der Link im Chat, der ist auch anklickbar. Und wenn Sie auf den Link draufklicken, landen Sie sozusagen direkt im Webinarraum, wo ich und mein Kollege schon drin sind. Und dann können Sie Ihre Fragen noch an den Herrn Staudt stellen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Jetzt haben wir 14:43. Dann fangen wir um 14:47 einfach drüben im MS Teams-Raum an. Okay. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns nicht mehr dahin folgen in den MS Teams Raum. Bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie trotzdem heute dabei waren bei unserem Webinar und heute mit uns den Abschluss unserer Webinarreihe begleitet haben. Sie haben die Möglichkeit, alle Webinare, die Sie auch hier jetzt nochmal sehen, von den kleinen Anlagen, großen Anlagen, Wartungsaufwand, Fernüberwachung und Meldung, Contracting und eben jetzt das Thema Fachplaner, Handwerker. Diese Videos können Sie alle auf unserem YouTube-Kanal schon anschauen, beziehungsweise das Video zum heutigen Webinar wird in den nächsten Tagen dann hochgeladen. Sie erhalten dann aber eine E-Mail von uns, dass Sie sozusagen wissen, dass das Webinar online steht. Gut, dann möchte ich mich bei Ihnen noch bedanken und würde mich freuen, wenn wir uns gleich im MS Teams Raum sehen. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Herr Staudt, vielen Dank, dass Sie auch hier im MS Teams Raum uns zur Verfügung stellen. Für Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie haben die Möglichkeit, sich sozusagen einfach mit Ton und Bild, gerne auch mit Bild dazuzuschalten, Ihre Fragen zu stellen. Ich würde selber ganz kurz zwei Fragen noch loswerden. Dann können Sie sich sozusagen nochmal sammeln und Ihre Frage genau fortbereiten und würde mich freuen, wenn Sie dann einfach auch Ihre Fragen stellen würden. Ja, Herr Staudt, Sie haben uns jetzt sehr viele Punkte dargestellt, was wichtig ist für einen Handwerker, für einen Planer. Woran erkennt denn jetzt sozusagen die Wohnungswirtschaft? Ich sage jetzt mal an fünf Punkten, welche fünf Punkte sind denn jetzt wichtig, wo man vor dem Projekt erkennen kann, dass es ein guter Handwerker, ein guter Planer ist? Sie haben aufgezählt zum Beispiel die Homepage als Visitenkarte. Und wo kann man sozusagen an Referenzen, wenn ich mir jetzt irgendwo ein Projekt anschaue, wo kann man denn vor Ort sagen oder erkennen, jawohl, das ist ein gutes Projekt, saubere Arbeit, keine Kabel, die irgendwo runterhängen. Also wenn Sie einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen in zwei Sätzen, woran erkennt man einen guten Handwerkerplaner vor dem Projekt und woran erkennt man einem Beispiel, wenn man sich das irgendwo anschaut, einen guten Fachplaner? Ja, dann machen wir es einfach mal so. Sie können das vorher nicht unbedingt erkennen. Sie brauchen praktisch eine Übersicht und eine Empfehlung. Oder man hat dann die Möglichkeit, zu dem Handwerker zu gehen. Also jetzt nehmen wir mal die Wohnungswirtschaft. Die Wohnungswirtschaft hat Partner. Die haben immer Partner. Das sind Architekten, das sind zum Teil Planungsbüros. Und dort holt man sich für das Projekt die entsprechende Empfehlung. Und wenn ich mir ganz unsicher bin, gehe ich einfach mal dahin. Und wenn ich zu dem hingehe oder lasse mir eine Referenz zeigen, dann sehe ich sofort alles. Also gerade Rohre verlegen, schön isolieren und vor allen Dingen mit dem Betreiber reden, wie hat es funktioniert. Man kommt da nicht drum herum. Klar, Homepage hat nicht jeder eine gute, aber eine gute Firma hat eine gute Homepage. Da gehe ich drauf, suche mir eine Referenz und dann muss ich einfach mal dort anrufen und sage, Freunde, wie ist es gelaufen? Und dann wissen Sie relativ schnell, ob es die richtige Ware oder nicht. Okay, super. Also wirklich dieser persönliche Kontakt, dieses Nachfragen, sozusagen die Referenz zu holen. Nachfragen. Und Sie glauben nicht, wie bekannt in einer Region ist, wer ist gut und wer ist nicht gut. Das wissen die Menschen, das wissen die in der Wohnungswirtschaft, das wissen die alle so ungefähr.
Und dann holt man sich die letzte Sicherheit, indem man die Referenz anschaut und mit den Protagonisten spricht. Super. Okay, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, nutzen Sie die Möglichkeit, jetzt Ihre Frage hier zu stellen. Ansonsten habe ich noch eine Frage. Wie sieht es bei Ihnen mit Kostentransparenz aus? Sie sprechen wahrscheinlich direkt von Anfang an mit dem Kunden auch direkt über Zahlen, also im Sinne von, so groß wird das Projekt und das würde auch so und so viel kosten. Ja, haben Sie genau erkannt. Das heißt, man spricht mit Ihnen, bei uns sind ja viele aus der Wohnungswirtschaft, große Projekte und die kommen zum Teil direkt auf uns zu, weil man ja, wir sind ja bekannt, dass wir logischerweise die Innovationen wie BHKW und beherrschen. Und dann kommt man ins Gespräch und innerhalb des ersten Gesprächs spricht man schon über einen Preisrahmen. Also 40 Einheiten, neue Heizzentrale, Umstelle von Öl auf Gas mit BHKW, spricht man von 150.000 bis 170.000 Euro. Zack. Ja. Und damit gehen natürlich sofort alle Lampen an bei dem Interessenten, aber er weiß, was Sache ist. Und wenn Sie sich dann nachher in diesem Preisrahmen bewegen, ist das in Ordnung. Wenn Sie aber erst ein Planungsbüro brauchen, der mal hochrechnet, Sie merken ja dann schon, wenn ein Handwerker eine Antwort gibt, was das kosten könnte, oh, das hat er schon mal gemacht. Ja. Und es ist halt einfach so, wenn es ein Handwerker noch nicht gemacht hat, dann braucht er halt einen Planer. Er braucht dann ein Planungsbüro und dann muss ich aber das Planungsbüro auskennen. Es gibt sehr viele Planungsbüros, die setzen noch nicht auf das BHKW. Mhm. Das ist für die Wohnungswirtschaft das Wichtigste. Aber ich habe ja mit Wohnungswirtschaft zu tun, auch im Arbeitskreis DZN. Wenn die anfangen zu reden oder zu erzählen, dann haben sie als allererstes nur die Probleme im Hals. Was für Probleme macht das BHKW? Das stimmt ja gar nicht. Wenn es die richtige Firma macht, gibt es kein Problem mehr. Funktioniert. Ja. Also, entscheidendes Thema. Und dann sagen Sie ja wahrscheinlich auch, ein gutes Indiz dafür, dass es eine ordentliche Handwerksfirma ist, wenn sie lange schon am Markt ist, oder? Klar, wenn sie lange am Markt ist und wenn sie die Referenz hat für etwas, wenn sie ein schwieriges Projekt angehen, dann können sie keinen nehmen, der noch nie Kesselanlage mit 300 kW gebaut hat. Geht halt nicht. Geht eigentlich nicht. Ja. Und insofern kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt. Empfehlung, Referenz anschauen, mit den Leuten reden, einbestellen, in den Heizraum gehe mit dem und dann merken Sie sofort, was los ist. Wenn Sie mit einem guten Handwerker in den Heizraum gehen, dann weiß der Interessent nach 5 Minuten, ob er gut ist oder nicht. Die weniger gut sind, sehen nur Probleme. Ah, Kessel kriegen wir nicht raus. Oh, das ist schwierig, jenes ist schwierig. Aber der Profi, der Gute, der sieht sofort, was Sache ist, löst das Problem in sich, für sich und bietet einen Weg, wie man hier zum Erfolg kommen kann. Ja. Und das geht halt nur persönliches Gespräch fort. Okay, super. Ich sehe jetzt von den Teilnehmern keine weiteren Fragen. Schalten Sie sich einfach dazu, Herr Danzeisen. Genau. Ich hätte jetzt eine Frage, machen Sie jetzt nur Anlagenbau oder sind Sie quasi auch, wenn die Anlage installiert ist, dann auch für den Service danach? Also man, vielleicht auch Kesselanlagen, Photovoltaik kenne ich mich jetzt mit dem Wartungsaufwand nicht auf, aber die BHKWs, haben Sie dann auch einen externen Partner, der das für Sie macht oder machen Sie das auch in Eigenständigkeit? Ja, also wir haben zwei BHKW-Typen, da machen wir selbst. Das ist die Firma Senetec, DAX kennen Sie. Firma Senetec machen wir alle Wartungen selbst und dann EC Power machen wir auch die Wartung selbst, jede Reparatur selbst. Wir haben 400 BHKW schon eingebaut, aber im Moment sammelkristallisiert sich raus, dass KW Energy doch sehr führend ist, weil die verschiedene BHKW in verschiedenen Leistungsgrößen haben und viel zuverlässiger als EC Power, darf ich hier sagen, stehe ich auch dazu. Und dort lassen wir jetzt im Moment die Wartung von denen noch machen. Aber wenn ein Notfall ist, Störung, sind immer wir zuerst an der Anlage, weil
Oftmals liegt es an der Hydraulik, Pumpe kaputt, Wärme, zu hohe Wärme, zu hohe Rückläufe. Was? Dass wir ein gutes Service haben, beziehungsweise ein großes Service haben, habe ich Ihnen ja im Vortrag erzählt, wenn ich den Vortrag angeguckt habe, mit 21 Servicemonteuren, Heizung, Sanitär, plus nochmal 10 Administrative. Da ist klar, dass wir servicetechnisch natürlich entsprechend am Mann sind. Okay, super, okay. Danke. Super, danke, Herr Danzeisen, für die Frage. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen, Herr Staudt, auch nochmal hierfür zu danken, dass Sie uns hier nochmal die Fragen beantwortet haben. Wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einen schönen Tag und freue mich darauf, wenn Sie sozusagen unsere Videos auf YouTube auch angucken. Herr Staudt, Sie haben die letzten Worte. Also, ich bedanke mich auch. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was erzählen können aus, ja, aus unserer Zeit. Also ich bin jetzt schon 1958 im Ball gewesen, aber seit 1961. Das heißt, man hat relativ viel Erfahrung, aber lernen jeden Tag neu dazu. Viel Erfolg alle. Dankeschön. Also, Herr Anders, auf Wiedersehen.